Bevor wir gleich mit dem Video starten, möchten wir etwas ansprechen, was uns sehr wichtig ist. Als Menschen, die nicht betroffen sind, können wir uns kaum vorstellen, wie furchtbar es sein muss, diskriminiert zu werden und unter den Folgen von Ausgrenzung und Anfeindung leben zu müssen. Jegliche Diskriminierung, unter anderem aufgrund von Herkunft, Hautfarbe, Religion, sexueller Orientierung und/oder geschlechtlicher Identität, ist für uns inakzeptabel. Dafür stehen wir ein und versuchen sowohl im Privatleben als auch in der Öffentlichkeit mit dem, was wir sagen und wie wir handeln, ein Beispiel für Toleranz und Akzeptanz zu sein. Darüber hinaus ist unsere offene, bunte und tolerante Community eine Inspiration, das eigene Handeln immer wieder neu kritisch zu betrachten. Wir verdanken euch nicht nur viele Denkanstöße und intime Einblicke in eure Lebenswelten, sondern konnten durch euch unsere eigenen Horizonte erweitern. Dafür möchten wir uns von ganzem Herzen bedanken und noch einmal mehr deutlich sagen: Wir sind für uneingeschränkte Toleranz, Menschenrechte für alle Menschen und gegen jegliche Form der Diskriminierung und Herabsetzung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Kultur, ihrer Hautfarbe, ihrer Religion, ihrer sexuellen Orientierung oder ihrer geschlechtlichen Identität. Und nun möchten wir mit euch gemeinsam in die Welt eintauchen, die uns eigentlich gelehrt hat, dass keine Macht auf der Welt größer ist als die der Liebe. Viel Spaß! Hallo! Hallo! Guten Tag! Herzlich willkommen hier beim Hütti-Zock. Es ist soweit. Wir haben darauf gewartet. Ja. Nun ist es soweit. Was spielen wir? Hogwarts Legacy. Oder auch Hogwarts Legacy, worauf wir uns total gefreut haben. Und jetzt ist es soweit. Und jetzt nehmen wir euch mit hier in die Welt, die wir alle gemeinsam lieben. Genau. Aufregend. Ist es so aufregend? Ganz kurze Info, damit ihr euch nicht wundert im Video. Wir streamen das gerade live. Parallel. Deswegen gehen wir ab und zu auf Menschen ein, die uns schreiben und reden mit denen. Oder es ploppt manchmal was im Bild auf. Genau. Oder wir sind manchmal kurz nicht so ganz konzentriert bei der Sache. Genau. Aber so ist das halt. Ihr kriegt das, ihr werdet ja dann an den Stellen schon sehen, warum wir total abgelenkt sind. So, soll ich draufdrücken? Ja. Soll ich wirklich draufdrücken? Ich bin aufgeregt. Warte, wir müssen alles gleichzeitig machen. Okay. Okay, bist du bereit? Ja, klar. Ich drück hier drauf und dann drücke ich hier drauf, ja? Ja. Hoho! Oh je, oh je. Darf ich? Wollen wir zusammen diese Tasten bedienen am Anfang? Ja. Bisschen komisch, aber okay. Na schon. Nicht komisch. Achtung, lesen. Oh, ja. Das ist tatsächlich eine wichtige Warnung, dass es bei einigen Personengruppen dazu kommen kann, durch die vielen Flackerlichter kann es zu epileptischen Anfällen kommen. Also Vorsicht. Genau. Genau, 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 genau. Menüvorlesen aus. Brücke zum Anschalten. Oh, das ist toll! Das ist genial. Die Auswählung, ich liebe die Auswählung. Das ist genial. Ich finde es schön, wenn die auch ein bisschen Barrierefreiheit in Spielen hinkriegen. Ja. Lassen wir aber erstmal aus, oder? Genau. Verwackeln 1 finde ich gut. Farbenblindmodus normal. Heißt es, dass wir das brauchen wir nicht beachten, oder? Du kannst Farbanpassung für die Zugänglichkeit. Oh, das ist vielleicht. Habe ich nicht. Ja, aber vielleicht andere Leute, die zugucken. Das stimmt, aber ich, ja. Das Problem ist, ich weiß nicht, welche wir auswählen. Aber das wollen. Ist, nee, lass es mal jetzt in normal. Okay. Weil am Ende okay. Sieht es dann für uns, auf einmal können wir es nicht richtig, ich habe keine Ahnung. Wie okay, wir machen einfach alles so, wie sie es uns vorschlagen. Ja, und ich würde auch die Gamesprache auf Deutsch lassen, weil Englisch kann man ja selber privat nochmal spielen. Ich finde das schon schön, dass wir gemeinsam den Controller halten, oder? Ich drücke mal fortfahren. Die Musik. Oh. Moment, wieso ist die Musik? Die Musik ist laut. Ich habe es jetzt gerade ein bisschen leiser gedreht. Okay. Ja. Oh. Gut, dass wir das auch zusammen machen. Ein Rendering-Modus mit hoher Wiedergabe. True. Auflösung und Grafik oder Leistung? Sorry. Grafik, Auflösung. Okay. Grafikauflösung. Also drück mal 4. X? Ja. Oh, wir sind so die Pro-Gamer. Nee, nicht X, du musst auf Viereck. Ach so. Fortfahren. Ah. Oh, so spielen wir übrigens das ganze Spiel. Annehmen. Richtig gut. Ist das toll, dass ihr alle dabei seid. Oh, okay. Oh. Oh nein, ich kann das. Das machen wir später. Das machen wir später. Überspringen erstmal. Okay. Das mache ich irgendwann anders, weil sonst muss ich jetzt hier. Einsammeln! Ich will mal wissen, was sammeln wir denn hier ein? Den Hogwarts Legacy, Onyx Hippogreif Reittier. Du kannst den Himmel über Schottland auf dem Rücken dieses eleganten schwarzen Hippogreifs erkunden. Wie geil! Drück weiter. Oh, ich will jetzt sofort auf dem Rücken dieses Hippogreifens London erkunden. Drücken Sie doch.
Oh, die Feldmütze der dunklen Künste! Yes! Einsammeln. Geschmückt mit komplizierten Details. Hogwarts Legacy okay. Trankrezept für Felix! Mach weiter, ich weiß auch gar nicht, was das bedeutet. Ich will mich nicht spoilern lassen. Hä? Du weißt ja wohl, was das bedeutet. Thestral. Oh, Paket der dunklen Künste. Ich spiele zu Hause sowas von alleine nochmal die dunklen Echt? Künste. Ich dachte, klar. Du bist der gute Boy. Ja, aber hallo, ich lass mir das doch nicht entgehen. Okay. So, einsammeln. Und, oh, heimgesuchtes Geschäft. Oh, ja, ja. Ein Spezialauftrag. Da drückst du mal auf jeden Fall auf einen. Sammel mal ein. Okay. Jetzt müssen wir bestimmt gleich noch ein Update machen. Und dann das wäre richtig peinlich. Ja. Oh, ich gucke manchmal nebenbei aufs Handy wegen Aufregung. Okay, das sind alles Sachen, die können wir nicht. Was? Warum nicht? Was willst du? Weißt du den HDR-Weißpunkt-Einstellung von 1133? Klar. Ich bin ein bisschen niedrig. Ach so, ja, wir machen schon in geil. Ja, mach akzeptieren. Die haben das schon alle eingestellt für uns. Aber wir haben einen guten Fernseher. Ja, ja, akzeptieren. Wir sollten nichts verschenken. Nee, nee, drück auf akzeptieren. Okay. Oh, ich hab's akzeptiert! Oh, oh, Mathilda Weasley! Ja, das ist die stellvertretende Schulleiterin. Liest du es vor? Ich lese mal den Brief vor. Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass Sie an der Hogwarts-Schule für Hexerei und Zauberei im 5. Jahr aufgenommen wurden. Sie überspringen alle ersten 4 Klassen. Das Schuljahr beginnt am 1. September. Die ersten Materialien wurden für Sie abgeholt und werden Sie auf Ihrer Reise zum Schloss begleiten. Wie Sie vielleicht wissen, verbietet der Erlass zur vernunftgemäßen Beschränkung der Zauberei Minderjähriger die Anwendung von Magie durch Personen unter 17 Jahren außerhalb der Schule. Aufgrund ihrer besonderen Umstände hat das Ministerium jedoch kulanterweise zugestimmt, dass Professor Eleazar Fick Ihnen dabei hilft, Ihre Zauberkünste zu verbessern, bevor er Sie von London zum Schloss begleitet, wo Sie am Festmahl und der Einführungsfeier teilnehmen werden. Das heißt, wir sind wirklich Loser im Zaubern, aber werden halt ins 5. Jahr eingeschult, weil wir vielleicht vorher nie einfach spannende andere Vorgeschichte haben. Ja. Oh, krass! Oh, bin ich aufgeregt. Los, trinken Sie. Ich drücke. Spiel starten. Oh! Okay. 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 Mhm. Okay. Mhm. Versuchen wir uns selber nachzubauen? Ja, weißt du, was meine Idee wäre? Ich hätte gerne jemanden, der vom Gesicht her, wo man erkennt, dass das ich bin und dann mit langen blonden Haaren. Okay. Weil dann haben wir die Mischung aus uns. Mhm. Weil ich habe jetzt keine langen Haare mehr. Das wäre dann nicht so signifikant. Ja. Also wenn der jetzt lange blonde Haare hätte, wäre schon ziemlich witzig. Wäre schon okay. Und eine Brille. Aber du kannst ihn wahrscheinlich noch deutlich mehr beeinflussen. Okay. Okay, Gesichtsform eher länglich bei dir. Ich will ja nicht komplett mein Gesicht. Mach mal die dritte von. Mach mal die mittlere oben, die da. Ja, das ist schon eher gut, ja, von der Gesichtsform her. Das ist schon eine gute Gesichtsform. Okay. Brille lassen wir weg bei dir, aber. Ja, nee, fände ich cool, wenn das eine Brille kriegt. Dann bist Echt? Du das. Aber ich, aber dann eher so eine eckigere. So eine, ne? Nee, eine du hast. Noch. So. Ja, auch nicht ganz. Aber okay. Nehmen wir die Brille. Sieht ein bisschen anders aus als meine, aber gut. Okay, aber ich habe gar keine Sommersprossen. Nee, das kommt ja noch. Das ist ja nur gerade Gesichtsform. Das ist jetzt Frisur. Frisur. Und da nehmen wir mal schön, einen richtig schönen Dutt. Nein, wir spielen nicht mit offenen Haaren. Nee, wir spielen nicht. Ich will dich mit offenen Haaren spielen. Dass man von hinten beim Laufen die Haare wehen sieht. Im Kampf und aber so. Aber zeig mal, wie cool die Pferdeschwänze aussehen. Ja. Scroll mal nach unten, im rechten Stick. Da ist doch auch noch einer, oder? Der ist schon cool. Und stabil. Aber scroll mal noch runter. Im rechten Stick. Nee, doch nicht. Ja, doch. Die Haarlänge hatte ich mal eine Zeit lang. Mhm. Nee, die hatte ich. Mach mal links noch den, genau. Ja, ist aber auch nicht so ganz wie meine, ne? Ich fände das schon richtig ja, okay, stylisch mit offenen nach, Haaren. Wäre das eine Abstimmung? Offene Haare? Warte mal, gucken. Na, hier gibt es halt sehr, sehr viele Möglichkeiten der Abstimmung, ne? Sehr viele. Ja, es ist zu viel Auswahl. Ich glaube, wir halten das jetzt mal kurz und entscheiden das selber. Aber ja, dann mach, wie du denkst. Mach ruhig von mir aus die langen ja, offenen. Ja die jetzt, sahen ja auch okay aus. Ich will ja jetzt nicht dauernd alles bestimmen, aber ich finde das cool mit offenen Haaren. Guck mal, wie stylo. Ja, okay. Ja, okay. Und dann aber in blond. Oh, warte mal. Kannst du hier noch die Farbe? Ja. Oben, ja. Schön blond. Das war schon okay, aber mach nochmal weiter. Okay, da kommt nichts. Nee, weiter nach links. Das ist wahrscheinlich das Beste, oder?
Oh, guck mal, das ist eine Mischung aus uns beiden. So. Aber der braucht noch deinen, bisschen mehr deine Gesichtsfeatures. Ja, okay, da müssen wir gleich nochmal ins Gesicht. Ja, kommen wir jetzt gleich. Okay, perfekt. Dann auf Frisur weiter. Bin ich schon mal einverstanden. Ich gehe nochmal kurz zurück. Ich finde das Gesicht, die Gesichtsform finde ich schon super. Okay. Farben und Markierungen, ich habe keine. Oh, nee. Habe ich nicht. Das hast du nicht. Sommersprossen, Muttermaler hast du ehrlich gesagt auch nicht. Gesichtsfarbe, ich bin vielleicht ein bisschen... Nee. Ich krieg diese Sommersprossen nicht weg. Die sind ja schön, aber die habe ich nicht. Unten, ja, unten ist doch Sommersprossen, der Reiter. Ah, ja klar. Ja, ja, so. Genau, jetzt brauchen wir echt noch ein bisschen Bartwuchs im Idealfall. Aber ich würde nur mal einmal ganz kurz gucken, ob ich noch irgendwie. Wieso? Wir haben jetzt doch schon... Wir haben doch jetzt schon 90% des Manuchels fertig. Aber bist du mit dem Gesicht, ist das wirklich... Also wie gesagt, die Nase ist anders noch und der Mund, aber die Gesichtsform ist gut. Und da steht Gesichtsform. Okay. Ja, komm. Noch eins weiter. So. Hm. Augenbrauenfarbe. Farbe. Oh, Augenfarbe ist schwierig, weil wir da ja schon unterschiedlich sind. Ja, dann nehmen wir dunkle von mir. Ja, das ist auch eine gute Kombo. Warte mal, das macht's. Bläuer, das ist braun, rotbraun. Das ist sehr grün. Guck mal, ich hab so grün. Aber manchmal auch braun. Mhm. Wie cool, wenn man auswählt. Das eher vielleicht. Guckt der hin. Kann man eine Heterochromie machen? Das wäre geil. Oh ja. So. Ja, nehmen wir das. Ja. Komm. Augenbrauen, das ist sehr... Ist aber ein bisschen heller, aber ist auch schön. So, ne? Ja. Ne, Augenbrauenfarbe können wir ja... Deine Farbe mit meiner Form. Mhm. Bart wäre jetzt noch toll. Guck mal meine Augenbrauenform an. Standardmäßig. Monobrau, das wäre geil. So. Wenn du die Monobrau... So, standardmäßig. Obwohl, ja, nee, das ist schon anders als bei mir. So fände ich auch cool. Ey, du hast so dickere... Mhm. Ja, das ist ungefähr, oder? Ja, komm, nicht zu viel Zeit in diesen Kokolores investieren. So. Der wäre... Oh. Oh, aber kann man gar keinen Bart? So ein bisschen... Nee, Bart geht nicht. Wirklich nicht? Nee, weil die Person ist ja auch 15, wobei manche Leute haben da auch... Ich hatte mit 15, hatte ich hier schon so gekriselt am Kinn. Ja, der hat ja auch ganz bisschen. Okay. Na gut, okay, Stimme. Stimme 1 oder 2? Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Bei Stimme 1? Ein bisschen eins tiefer. Von mir aus kann's losgehen. Oh, wenn wir so klingen würden. Wenn wir so eine schöne Stimme hätten. Ja. Ich will mal hören, wie die anderen sind. Ich bin zwar noch Schüler, aber ich bin vielleicht in der Lage, Ihnen zu helfen. Ich will mal die tiefe Stimme da hören. Es war wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Ein paar Spinnweben und etwas Staub. Nichts Beunruhigendes. Von mir aus kann's losgehen. Nee, so sind schön alle die Stimmen. Ja. Es war wunderbar. Die nehmen wir, oder? Die ist super, die ist super. Okay, Schwierigkeit machen wir normal. Okay. Wir machen normal. Wir wollen eine ausgewogene Spielherausforderung. Eine kleine? Eine auf die Geschichte bezogene? Nee, und schwer sind wir nicht gut genug für. Schwer sind wir wahrscheinlich, schwer ist Quatsch. Anspruchsvoll sind wir nicht. Leicht ist halt, du darfst nicht vergessen, das müssen wir uns echt überlegen. Wir wollen das Spiel durchspielen. Normal. Wir sind ja wohl in der Lage, normal zu spielen. Ja, stimmt. Aber ist es ein Open-World-Game mit, weiß ich nicht, wie viele Stunden sind angegeben? 2. Nein, ich weiß es nicht, aber wir kriegen das schon hin. Mach's gut. So, Name... So, ich glaube, Name müssen wir uns gemeinsam was überlegen. Sorry, ich habe echt Husten, aber ist so. Okay, Minou ist echt ein süßer Name. Minou ist einfach ein, wie, das könnte ein echter Name Minou sein. Minou finde ich auch schön. Das andere klingt alles so, hat keinen schönen Sprachklang. Minou klingt echt schön. Minou ist ein super Name. Ja, ja, mir war klar, dass auch Yalaza kommt. Ne? Man kann natürlich auch voll in die Glisserin-Ecke gehen. Aber ich finde Minou finde ich ganz schön. Da war gerade ein. Ja, ich habe schon gemerkt, wir haben schon ein paar verpasst. Sorry. Vielen Dank für die Subs. Wir sind gerade so im Spiel konzentriert.
Der ist auch noch hier untergelagert. Soll ich den mal lieber nach oben? Ja, mach den mal, den kannst du mal drauf machen. So, jetzt erscheint es auch wieder. Jetzt kommt es wenigstens im Spiel. Wollen wir bei Minou? Ich finde Minou finde ich eigentlich schön. Yalazar. Minou Waschlapp ist auch eine schöne Kombination. Minou Waschlapp ist auch schön. Stefan wäre natürlich lustig, aber. Stefan! Aber nee, dann kenne ich Stefan. Oh, wird der Name dann auch ausgesprochen im Spiel? Das wäre schon geil. Wird der, glaube ich, nicht. Dann Stefan, kommst du bitte und alle rufen. Also ich finde, tatsächlich beim Vornamen würde ich einfach entscheiden, weil ich das so schön finde. Minou auch mit OU geschrieben ist auch schön. Ja, aber ich würde dann bei dem bleiben, wie wir wirklich geschrieben sind. Und dann würde ich, also Minou loggen wir mal ein, oder? Ja, Minou ist für den Vornamen auf jeden Fall. Großen Großschreibung, L2. L2. Und dann auf M. Und dann auf I, ne? Ja. Also wir haben Minou schon mal als Vornamen drin. Mhm. Der ist jetzt, der steht. So, Nachname. Ja. Haben wir irgendwas aus dem Glycerin-Universum? Oder ist er ein echter Glycerin? Ist er ein echter Glycerin? Minou Glycerin? Minou Glycerin. Dann ist er ein OG-Nachfahre vom Glycerin. Fix. Nein, das Minou machen wir nicht. Fix. Ja. Nein, das machen wir nicht. Glycerin ist schon okay. Ich finde, Glycerin ist schon echt cool, ne? Waschlapp ist auch gut. Waschlapp ist gut. Poljakow. Poljakow. Minou Poljakow. Oh, das gefällt mir schon ziemlich gut. Ich glaube, es ist eine Abstimmung. Okay. Ich glaube, es ist eine Abstimmung. Wir müssen eine Abstimmung machen. Da sind wirklich gute dabei. Das wäre schade, wenn wir das jetzt hier verkacken. Wenn wir das Spiel verkacken. Also. Okay. Nachname, Charakter reicht. Dann wissen ja alle, worum es gerade geht. Waschlapp, Glitterin, dann Poljakow ist wirklich auch echt gut. Guck mal, was noch im Chat noch war. Da war da noch ein. Haben wir Glycerin drin? Ja, Glycerin haben wir drin. Popinski. Von The Glycerins ist auch noch eine Option. Von The Glycerins. Von The Glycerins. Dann ist er ein adliger Glycerin. Okay, wir machen das als Option. Von The Glycerins. Poljakow, Waschlapp. Das sind drei Optionen, die reichen. Das sind drei super Optionen. Oder? So. Mhm. Und jetzt kopieren wir euch in den Chat einen Link. Vielleicht mag uns die Hina den kurz oben anheften. Und jetzt können wir ja selber. Wir können ja schon selber. 20 Minuten läuft die Umfrage. Mach mal eine Minute. Das ist ja nur bis. Ach so, das ist weg. Lösen. Okay. Wie lang? Ach so, okay, alles gut. Mich verdenkt. So, da warten wir jetzt kurz die Umfrage ab, weil das ist natürlich eine wichtige Entscheidung. Das ist wirklich wichtig. Weil den Namen, den haben wir dann. Und wir können ja währenddessen schon mal überlegen, wir gehen in den Zaubererschlafsaal, oder? Ja, bin ich auch dafür. Ja. Ja, ich finde, die Kombination aus uns beiden ist super gelungen. Ich muss mir sogar die Nase putzen. Ich kann's nicht. Aber mach weg von diesem Ding. Ich geh mal weg vom Mikrofon. So, niemand gehört. Schneiden wir aus dem Video auch bei YouTube gar nicht raus alles. Ah, das kannst du mal aufschreiben, dass wir gerade diese Abstimmung machen. Umstimmung vielleicht auch. Die Umstimmung machen. Ich habe es vorhin noch gesagt, irgendein Schreibe gegen Stück. Oh, ich habe gar keinen Platz. Danke, Tobi W., für dein Abo. Du hast gar kein was. Sieht man hier irgendwo ein Zwischenergebnis? Drück mal auf Ergebnisse. Ah ja. Oh, von der Glycerins führt aber ganz, ganz okay, weit. Okay, ich glaube, wir können aufhören, oder? Ja. Wir können aufhören. Also die aktuellen Live-Ergebnisse, also so funktioniert Demokratie, wenn das Ergebnis gerade so aussieht. Wenn das Ergebnis passt, nehmen wir es mit. Wenn es passt, nimmt man es gerade mit. Aber man könnte auch sagen, wie viel Prozent, und das sind ja schon auch, also eher 70% der Stimmen ausgewertet. Also da kann man schon mal langsam von einer Prognose sprechen. Ja, also es sind bisher 64%, insgesamt 227 Stimmen haben sich für The Glycerins entschieden, 72 Personen für Poljakow und 51 für Waschlapp. Das ist ein klassischer Glycerin geworden. Das ist ein ganz klassischer von The Glycerins. Minou, dann schreibt das mal von rein. The Glycerins. Am Ende passt das jetzt nicht. Oh nein. Dann müssen wir das Zweitplatzierte natürlich nehmen. Von Leerzeichen, nicht Dreieck, ne? Ja, meistens. Dreieck. Falls ihr euch wundert, da ist halt die Kamera im Weg, in die wir reingucken, deswegen sehen wir das nicht. Minou von The Glycerins ist schon ein sehr schöner Name.
R2. Nein! Nein! Von der Gliss! Das ist aber auch witzig. Herr von der Gliss! Es passt nicht rein! Soll der jetzt von der Gliss heißen? Seid ihr mit von der Gliss einverstanden? Von der Gliss ist auch gut. Würde Glycerin passen? Glycerin nur würde passen. Ich habe schon. Von Glycerin geht leider nicht. Nur Glycerin würde auch gehen, ne? Okay, dann wollen alle lieber nur Glycerin. Von der Gliss ist zwar auch sehr gut. Von der Gliss. Oh, jetzt sind halt. Oh, da ist es schon ein Streit jetzt, ob das besser ist oder. Oh, ich finde es eigentlich ganz gut, weil das ein ziemlicher Glycerin-Move ist, dass sein Name nicht reinpasst und er deswegen von der Gliss heißt. Und deswegen eine ganz neue Zweig in der Familie. Sollen wir es als eine ganz, ganz flotte Nachabstimmung machen? Ja, komm, ganz flotte Nachabstimmung. Aber ganz flott. Weil wir wollen spielen. Wir wollen spielen. Okay, wir schicken nochmal ganz kurz einen Link rein. Ihr müsst es nochmal ganz kurz mitentscheiden. Aber das sind wichtige, wichtige Entscheidungen. Wir müssen damit die nächsten Wochen leben können. Für welchen Namen wir uns letztendlich entscheiden. Und da können wir, das können wir nicht leichtfertig übergehen. Ich hoffe, das ist allen klar. Ihr kriegt nochmal ganz kurz einen Link unten rein. Turbo-Abstimmung. Vielleicht sieht man den Namen vollständig im Spiel. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wir machen es ganz flott. Ganz flotte. Ich glaube nicht, dass das nicht nur komplett angezeigt wird. Ja, ich glaube auch. Das ist leider, da kann er ja noch jetzt quasi hinterher. Weil das halt auch bitter ist für jemanden mit einem langen Nachnamen, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Zeichen. Passen. Ja. Aber wenn du von und zu Hau mir drauf heißt, dann ist schon schwierig. Okay, das sieht eindeutig aus, sagen alle. Klicken wir mal drauf, wie die Abstimmung sich gestaltet. Das von der Gliss, der von der Gliss hat gewonnen. Von der Gliss. Ist hier mit über 75% dabei. Okay. Ja. Gut. Die Stimmen kommen noch rein, aber da müssten jetzt echt noch. Da ist ein Spiel aktualisiert worden. Okay. Soll ich auswählen drücken? Ja, sehr gerne. Stimme 1 mit diesem, nochmal. Okay. Ja, habe ich doch. R2. Und dann nicht mehr da drauf gehen, sondern drück mal R1. Beginne deine Reise. Oh, drück mal beginne deine Reise. Oh, ich will in die Reise. El Cativo, vielen Dank. Ja, danke. Dann sind wir wohl fast bereit aufzubrechen. Wie süß wir sind. Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unsere neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Das ist doch der Dangles von der Welt. Ja. Eliasar! George, schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankam, also ich... Lieber nicht hier, Eliasar. Hm? Oh, das ist wieder asynchron. Mach's gleich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Oh, die Dinge. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Ich bin halt auf Hobby. Oh, der ist doch verdächtig! Der guckt aber verdächtig. Dem glaube ich nix. Der hat keine Pferde, dem glaube ich auch nichts. Dem glaube ich auch nichts ohne seine Pferde. Dem glaube ich nicht. Nee. Oh, geil. Glaube ich überhaupt nichts im Kellewitz. Oh! Okay, wir müssen kurz. Warte, jetzt kommt, vielleicht geht's noch weiter mit der Cutscene. So. Guck dir doch mal an. Ja. Und dann nehme ich da Anfangsdrei leer. Aber leider auch. Ja, das machen wir ja gleich. Aber das ist ja Quatsch jetzt mit dem Film, das dauert zwei Minuten. Das ist schön. Das ist ohne Pferde. Ich hab gar keine Pferde.
noch vor der Schottlandreise zu sehen. Gerade so. Und wer ist deine Reisebegleitung? Wir, Minou. Ein Neuzugang. Neu? Ja, Sir. Ich fange in der 5. Klasse an. Außergewöhnlich. In der Tat. Dass jemand so spät in Hogwarts aufgenommen wurde, hat man hier noch nie erlebt. Ich auch nicht. Aber da die anderen 5-Klässler ihre magischen Fertigkeiten schon seit 4 Jahren trainieren, bat mich der Schulleiter, den Neuzugang vor Semesterbeginn etwas auf Trab zu bringen. Nun, Sie haben Glück mit Ihrem Mentor. Professor Fig ist sowohl ein ausgezeichneter Lehrer, als auch ein erstaunlich kluger und begabter Zauberer. Mr. Osric neigt zu Schmeicheleien. Wahrscheinlich ein Grund, warum er es im Ministerium so weit gebracht hat. Hast du das gesehen? Oh ja, es herrscht Uneinigkeit darüber, wie gefährlich Runrock wirklich ist. Ich muss das Ministerium noch überzeugen, aber ich glaube, er ist eine ernste Bedrohung. Und es war deine Frau, Eleazar, die mich vor Monaten auf ihn aufmerksam machte. Miriam? Wie denn? Vor ihrem Tod schrieb sie mir von Renrock. Fragte sich, was das Ministerium über ihn wusste. Bevor ich antworten konnte, erhielt ich das. Es war das Letzte, was sie mir schickte, Eleazar. Es kam per Eule. Aber ohne Korrespondenz. Ich kann nur annehmen, dass sie es schnell losschicken musste, um es zu schützen. Vermutlich vor Renrock. Ich kann es nicht öffnen. Es wird durch wahrhaftig mächtige Magie geschützt. Das sieht wie Koboldmetall aus. Das Symbol. Was leuchtet da? Ich sehe kein Leuchten. Ich auch nicht. Das sieht doch aus wie das Zeichen vom Spiel. Ja. Dein Merlins Bart. Er ist ein Deglis. Halt. Von Deglis. Das können wir wissen. Was ist denn das? Festhalten! Ach, das sind ja keine. Deswegen konnten wir sie jetzt sehen, weil der den zerschmettert hat, der Drache. Boah. Der Drache hat den Typ zerschmettert, deswegen können wir jetzt das gerade sehen. Was ist das denn? Weil wir den Tod gesehen haben, oder? Boah, das ist smart. Das ist gefallen, ne? Weißt du was? Der Schlüssel! Kann ich den Schlüssel? Muss ich irgendwas machen? Nee. Kannst du überspringen? Das war ein Kopfschlüssel. Kleines Eichhörnchen. Alles in Ordnung? Oh, guck mal. Sie sind verletzt. Du hast. Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Trank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Ich heile. Drück mal den Mega-Power-Trank. Das machst du und dann, wenn gleich nicht eine Katzin oder so kommt, mache ich mal, dass wir den Sound wieder fixen. Ja, immer den Mega-Power-Trank jetzt. Mega-Power. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Schon witzig. Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Portschlüssel. Ich sehe mich jetzt nicht um. Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Mit dem Delay. Genau. Okay, ich glaube, jetzt kannst du mal ganz kurz Bild- und Tonversatz. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie. Wir sich gucken mal ganz kurz, möchten. Dass ihr. Ja, aber bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. So. Oder warum? Hattest du noch? Okay, jetzt machen muss ich das. Ja. Nicht erschrecken. Es ist gleich wieder da. Aber wir müssen ganz kurz dass der Bild. Ja. Ist jetzt Bild und Ton wieder richtig? Gut, die sagen jetzt gerade nichts.
Kann ich hüpfen oder sowas, damit man das checken kann? Nee, ich kann noch nichts machen. Du, willst du anfangen mit dem Spielen eigentlich? Oder soll ich jetzt mal... Das ist geil. Ja komm, ich durfte so viel machen bisher. Jetzt darfst du... Okay. Das sieht schon geil aus. Wer hat uns dieser Mordschlüssel gebracht? Aber das ist nicht mehr weg von London, als der Wagen fuhr. Nee, Quatsch. Wir sind irgendwo im schottischen Hochland. Sieht aus wie da, wo... Der Mordschlüssel sollte uns herführen. Dann will mit Harry hinaus. Ja, aber so haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Miriam hat George den Mordschlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass sie... Und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll. Ich guck mal, ob wir das Spiel noch ein bisschen nun, leiser machen. Wenn es ihnen gut ja, stimmt, geht und gut. Sie nichts so. Dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. So, wir haben das Spiel ein kleines bisschen leiser gemacht, damit man uns hört. Sind wir jetzt wieder gut? Die erste Regel des Spielen ist immer in die falsche Richtung gehen. Okay, aber eigentlich könnten wir gar nicht so viel zu leise sein, weil so sind wir eigentlich immer. Es ist das Spiel einfach nur laut, ne? Okay, du hattest recht mit dem Haar, das ist schon geil, wie das hier lang flattert. Ja, das wollte ich so, dass man schön sieht. Ich mach das Game einfach ein bisschen leiser, dann sind wir lauter. Ich glaube, das ist doch ein guter Kompromiss. Okay, so, jetzt lassen wir aufs Spiel konzentrieren. Okay, X zum Klettern. Miriam hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Wenn wir halt das Spiel lauter machen, dann müssen wir uns ja auch immer lauter machen. Und dann sind wir irgendwann am Übersteuern. Deswegen, ich glaube, die Ballons müsste wahrscheinlich... Eine mächtige Magie. ...müsste ungefähr hinhauen. Also die Pfütze gefällt mir ganz gut hier schon mal von dem Aussehen. Und die Licht... Es sind doch auch die Untertitel bei euch sonst da, ne? Das ist doch eigentlich für die Story mitkriegen. Und wir reden ja auch drüber. Ja, wir wollen es nicht zu laut drehen. Schloss Hogwarts wurde durch sie errichtet und ist ein Hauptort dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Portschlüssels kam. Boah. Der Blick darunter, der macht mir so ein bisschen dieses Gefühl, wie wenn man nur runterguckt und es einem zu hoch. Ist ein Pfad. Bisschen so diese murmelig. Wie geht man hoch? X. Okay. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Miriam wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist. Obwohl sie Gutes bewirken kann. Ich finde auch, dass aber das Magie aussieht wie die anders, als jede andere Höhle, wo vielleicht später Dumbledore und Harry mal hingehen, ne? Aber es ist doch so grün. Ja, aber guck mal draußen. Ja, das da hinten schon so ein bisschen, ne? Sieht schon so aus. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Talent. Schauen wir uns ihr Können mit Zauberstab an. Du zauberst jetzt das erste Mal. Yes. R2, um einen Basiszauber zu wirken. Tippe. Yo. Boah. Da bist du fetzt. Wie oft musstest du dreimal drücken? Mhm. Du hast auch noch dreimal den Superpower Heiltrank. Oh, warte mal. Nutze die Kamera, um ein Ziel auszuwählen. Ach, ich glaube, da sollte man jetzt gar nicht, wenn man... Ja. Ab und zu mal was gezockt hat, ich glaube, das ist dann intuitiv, oder? So nennt man das ja. Nein. Oh, ich will sliden, wie cool! Oh. Ich hoffe, dass jetzt hier nicht direkt Gegner sind. Okay, hier sind nämlich jetzt Sachen, die ich alle zerschmettern kann. Dafür lernt man das hier schon. Unser Style gefällt mir auch schon mal ganz gut. Mit dem Mantel? Mhm. Guck mal, da hinten diese Vase, die ist so weiß hinterlegt. Ja, die mache ich jetzt auch auf jeden Fall. Ja, weil ich die gerade anvisieren kann. Ah, ja, okay. Oh, krass. Ihr könnt immer weiter, du hast schon zwei Vasen kaputt. Danke, Sir. Das ist ja auch ein echter Gläserin. Wie visierst du? Musst du die anvisieren dafür? Nee, der macht das, also dieses Weiße macht der von selber. Und dann kann, also ich kann halt durch die Bewegung der Kamera... Aha, eine Truhe. Siehst du, immer Verstecke angucken. Direkt mal Geld gesammelt. Ich wette, wir können in den Einstellungen noch was ändern, weil wir haben so ein bisschen, Ghosting, oder nicht wie das heißt. Weit. Wie heißt das? Gleich ich weiß nicht, was du meinst. Wir ziehen ein bisschen Schlieren beim uns drehen. Motion. Das können wir wahrscheinlich noch... Können wir in Einstellungen auf jeden Fall noch was machen, weil wir kriegen, glaube ich, schon ein bisschen mehr raus aus dem
Bleiben Sie ruhig! Yo, er macht einen Reparo auf diese Monsterbrücke, oder wie? Alter, ganz mächtig, was der für ein Reparo kann. Aber Hammer. Der Sofik ist gar nicht so schwach. Fast geschafft! Also wenn hier nicht ein Battle kommt. Ja, ja, da kommt auch gleich. Böse Lichter. Okay, was ist da oben los? Da ist so eine Statue. Das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Ist das der Yalla sein? Der Portschlüssel ist immer noch Asynchron. Warum ist es immer noch Asynchron? Echt? Halten wir die Augen offen nach etwas, das versuchen wir gleich noch nicht hergehört. Okay, es gibt eine Minikarte. Wir sind in der Mitte. Ziele sind auch markiert. Man kann Einzelheiten, Aufträge, Erfahrungen bringen. Da suchen wir den Kollegen. Professor, die Statue! Vielleicht war dies ein Zuhause. Okay. Mach mal die Vase noch kaputt. Stört. Okay. Können wir ein Stimmungsbild einfangen wegen Asynchronität? Okay, sehr schön. Sehr schön. Ja, okay, es lohnt sich dran zu schrauben. Ab und an lohnt sich das. Okay, sehr schön. Okay, guck mal, da hinten ist ein Punkt an der Wand. Da kannst du heute nicht was machen. Der Wand hat das nicht aus. Perfekt. Das ist höchstwahrscheinlich der Ur- oder Großvater von... Professor, es ist eine Art Wandbild. Er hat sich vielleicht hellseherisch begabt. Doch. Interessant. Ein Feind? Ein Feind? Guck mal, dieses Zeichen. Nee, das Gelbe? Nee, nicht das Gelbe. Geh nochmal anders. Nee, näher dran. Zocken doch nur Karten da. Ich bin nur ein bisschen Rommi. Aber eben. Da. Dieses Gelb, was in. Nein, vor dem Gelben. Das ist immer bei World of War, wenn sich ein Feind nähert. Das zeigt nur die Richtung, in der dieser Pfeil sich befindet. Ich wollte es ein bisschen. Ah, das Spiel ist wieder zu laut. Ganz eben. Oh ja, sorry, das Spiel ist viel zu laut. Ja, jetzt haben wir es wieder leise gemacht. Nochmal ein bisschen leiser. Ja. Sorry, jetzt haben wir das Spiel wieder. Ja. Genau, okay, also ich finde dieses Wandbild ganz geil. Da ist der Kollege mit seiner komischen Dingskugel. Da zockt er ein bisschen Karten. Oben ist der Vogel und rechts geht es hier auch noch wild weiter. Ist das ein Rätsel, was wir lösen müssen? Wenn ja, haben wir nicht gut aufgepasst. Erkundet die Ruine. Ich glaube, wir sollen erstmal alles angucken. Achso, es gibt ja. Kann man nicht einfach auch außen rumgehen? Naja. Genau. Oh ja. Oh yeah. Oh yeah. Mach alle Vasen bitte kaputt. Ja, das ist Pflichtprogramm. Okay. Dieser verzauberte Kristallstein wieder. Was könnte er bloß blockieren? Das ist doch der Zeichen. Das ist doch das Zeichen vom Spiel. Professor Fick! Wow. Yo, da gehe ich auf Safe drauf zu. Darfst du es kaputt schießen wie vorhin das? Soll ich das? Mach doch einfach. Da kommt jemand! Ach, hinter das ist dir. Unser Kollege. Ja, ich hab mich erschreckt. Wie seltsam. Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Ja, wir sind schon wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Ja, Under Search. Under Search it. Was in Merlins Namen? Oh, leg den Kot auf. Bei Godrics Herz. Wo sind wir? Wir sind drin? Ich nicht. Krass. Crazy. Ach, da pennt einer. Ach, da liegt ein Kobold auf dem Buch. Kobold-Bankier. Pennt. Unmöglich. Einen Moment.
Gibt er uns einen, lässt er uns rein in sein Verlies? Er soll uns einen Generalschlüssel geben für alles. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Hä? Verlies 12. Wieso ist das? Ich an? War das ein Teleport? Ganz genau. Ja, also das war ja ziemlich safe irgendwie eine Teleportation, aber komischer Eingang. Ja, ja. Der Schlüssel ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Geil, dass er den Fall. Oh, jetzt fahren wir mit dem Zug. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Nennt man einen lustigen Kobold auch einen Lustbold? Ja, ja. Okay. Ein Lustbold. Die Kugel da sitzen. Ui, jetzt gibt's Action. Zieh dich um. Cool schon. Ah, krass. Was war das für ein seltsamer Gringotts-Eingang? Da war ja nicht mal eine Tür oder so. Das wäre ja nur dieses. Ei. Geile Konstellation. Sitzen hier. Das stimmt. Das ist so die Mittelachse bei denen. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder beidem könnte solch einen Dienst beanspruchen. Das ist schon ziemlich gut. Das ist schon ziemlich gut. Dann haben wir kommen durch den Liebesfall. Okay, hoffentlich ist hier niemand von uns ein Reinleger. Boah, nee, war nicht. Eine Sicherheitsmaßnahme. Sie sind mit dem Liebesfall vertraut, wie ich sehe. Hab ich gehört. Hier befinden sich die Untere. Also ich find's cool, dass die so die Drehung reinmachen, aber wozu? Weil... Verlies Nummer 12, naja, als zusätzlicher Schutz. Aber wenn, glaube ich mir doch eh so ein Auto. Nee, was? Die Drehung in dem... Dass die sich so im Kreis drehen, noch die Schienen. Ja, als zusätzlich... Ja, ja, das ist ja nur, damit's cooler ist. Ja, naja, okay. Dafür, das meine ich. Boah, das ist ein richtiger Polizisten-Bild. Verlies Nummer... Der ist nie so nett. Verlies 12. Ein großer Tag. Weiterfahren. Warum haben wir dann da gehalten? Warum hat er so ein komisches Armband an, das so böse leuchtet? Können wir uns jetzt so Polizeikontrollen? Und jetzt fährt er auch noch mit, oder wie? Das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Ja, ich habe auch gesehen, dass das geleuchtet hat. Auf dem Portschlüsselbehälter. Nein, unklar. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meinen? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Der Herr Fick ist quasi unser Hagrid. Ja? Also vom Einführen ins Game her, ja, stimmt. In die Welt. Fährt man ins Gringotts, hat einen Drachen schon begegnet. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies 12, bis zum heutigen Tag. Mal Geld klauen. Ey, ich wollte noch Geld klauen. Ah, oh, das sieht cool aus. Verlies 12. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Fettes Verlies. Ich glaube erstmal die Kiste leer. Priorities, 48 Geld. Einfach Geld vorm Schließfach rum. Witzig, wenn du da was drin auch Geld Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Laut Sie... Laut den Anweisungen für Verlies 12 soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! What? Nein, nein, komm raus. Da ist jetzt nur eine magische Türe. Professor? Das kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Revelio vielleicht. Revelio?
Ja, ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Okay. Okay, das heißt, so lernt man. Okay. Halte den Zauberstab mit L fest und bewege ihn entlang des Pfades. Drücke in den entsprechenden Befehl, wenn du dazu aufgefordert bist. Okay. Ist ja krass, lernt man. Das heißt, man muss die Zaubersprüche, die man später im Spiel beherrscht, erst auf die Art und Weise erlernen. Oh, ich war zu langsam. Oh Mann, okay, ich hab's noch nicht verstanden gehabt. Ich auch nicht. Yes. Ah, ich hab's verstanden gehabt. Nämlich jetzt glaube ich auch. Fahr schneller, fahr schneller! Ja, okay, jetzt hab ich's auch verstanden. Okay. Ja, geil. Ja, den nächsten darfst du dann. Ja, okay, ich hab's nicht. Hab nicht drüber nachgedacht, dass man noch... Jetzt kannst du... Da war etwas. Etwas nehmen und gesehen. Probieren Sie es nochmal. Ja, wir probieren es nochmal. Gut, dass das Revelio so ein Illuminatenzeichen hat. Eine Tür? Aha. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ja. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Ja, falls ich Ihnen gemerkt. Und auch auf dem Symbol vom Spiel. Wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Gehen Sie vor. I am the search. The searchen. Okay. Lumos! Yo. Das ist jetzt kein so normales gruselig. Verlies. Das ist wir müssen wirklich uns ein den komisches Weg hier Verlies. Heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Rebellion. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Ich bleibe mal lieber bei dem Mann mit dem Leuchtestab. Ist auch deine Aufgabe. Mach ab und zu mal ein Revelio rein. Vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Ich will es anfassen. Untersuch das schnell. Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Guck mal, geht es dir das? Gut? Sieht fast so aus. Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die sind Statue. Wir unsere Vator. Welche Statue? Das sind wir. Ich sehe bestimmt. Eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Entscheide dich, wie du weiter vorgehen willst. Reveli. Ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das ist doch vom Schachspiel. Das Spiegelbild ist nee, doch das da. Das sind die Schloss aber bewachen. Die Position der Statue passt nicht. Die mit, Halt! Als sie sich Toto. Bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Okay, ich überrede ihn, hier lang zu gehen. Vielleicht Toto, hilft hier Toto, ja Lumos. Toto. Kommen Sie hierher, Kollege. Oh, das darfst du jetzt machen. Okay, wir lernen Lumos. Ich habe übrigens Lumos gelernt. Sehr gut, kannst du euch auch ein bisschen spielen. Lumos erzählt, ja, das weiß ich. R2 gedrückt und tippe auf Dreieck, um zum dem Zauber zu wechseln. Oder zu löschen. Drück mal. R2 Lumos. Und dann oben. Sehr gut. Das Spiegelbild das dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Der haut doch gleich in den Boden rein. Da kommen aber jetzt bestimmt noch mehrere. Oh yeah. Oh yeah. Boah, das ist schon wichtig. Yeah. Geil. Okay, hoffentlich greifen wir hoffentlich sind an. Die Freunde. Protego, Protego! Protego! Accio! Was macht der denn Accio? Oh, Herr Figgy! Ihre drei Angriffe mit Protego. Haben schon.
panisch. Ich bin panisch. Warte, bist du nicht am Ende. Jetzt drücken. Hab ich! Yes. Guck mal, wie die da oben saßen. Den kannst du mal bashen, den. Wie den denn? Ja, einfach mit R2 für die Familie, das ist ja der Groß. Ja, und jetzt nicht vergessen, gleich zu Protego. Protego! Ich muss wieder bashen. Mach ruhig den links. Guck mal, ich geb den da hinten. Ja, sehr gut. Protego, sehr gut. Guck mal, guck mal! Ich seh's. Boah, ich hab ihm Platz gemacht! Protego! Du siehst das immer angezeigt von der Seite. Noch einen. Nee. Die sind ja gar keine Freunde gewesen. Das fand ich auch frech. Boah, das war aufregend. Ich hab den ersten Kampf geschafft. Professor Fick! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Erstmal den Controller in der Hand und direkt muss ich kämpfen. Aber geil. Finde ihn, du musst mal Lumos wirken. Ah, ich muss mal Lumos wirken. Herr Fick! Was passiert hier? Figgy! Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Herr Fick! Mach mal ein Revelio zur Not. Wer ist nochmal Revelio? Linke Richtung. Revelio! Jetzt wieder einen schönen Lumos reinknallen. Weil es dir und dunkel jetzt, zu ängstlich ist. Und dann sind wir in die andere Richtung, aber du musst wieder einen Lumos reinknallen. Guck mal, da sind doch die Lichter. Den Lichtern hinterher. Kam das vom Revelio? Nö, kam einfach so. Follow the light. Ach, man kann auch sprinten mit L3 reindrücken. Ja. Sprint nämlich. There's a way we have to dorthin go. Dorthin führen sie mich. Das Leuchten wieder. Enter Ajaya with the magic. Ich kann ganz schön viel dafür, dass ich erst eingeschult werde. Da sind nochmal Statuen. No, that means a fight. Will you make the fight? I can also make the fight, I don't mind. Ja, ich hab ja gerade gefightet. Activating the statues. Revelio, ich bin wohl auf mich allein gestellt. Okay, I can fight. Willst du machen? Ja, yes, komm, komm. Den ersten habe ich schon mal einen eingeschenkt. Lumos. So, hier, ich aktiviere you. Mach die doch alle nacheinander erst. Ich glaube, die werden alle gleichzeitig wach. Oh. Nee, der wollte nicht mehr. Lumos. Okay, ich aktiviere dich nochmal neu. Ich glaube, diesmal muss ich gar nicht fighten, sondern sie nur aktivieren. Ich muss die Statuen vor ihre Spiegelbilder schieben. Ach so. Hä? Was hab ich da? Ach, guck mal, der steht falsch rum. Ja, aber der dreht sich ja, wenn ich ihn aktiviere. Oder? Jetzt steht er doch richtig, oder nicht? Du musst es verstehen. Warte mal. Guck mal, das dreht sich? Nee. Ja, der dreht sich ja, um richtig zu sein. Sobald ich weggehe, geht er halt wieder Vielleicht runter. Muss jede gleichzeitig zum Stehen kommen. Ja, danke für den. Ach so, ich muss die nur einmal triggern, dann machen sie es von selber. Okay. Das heißt, du darfst selber deinen Angriff initiieren. Ich bin aber immer zu langsam. Vor allem, die hören doch wieder auf, sobald ich weggehe. Ey, kannst du dir nicht einen reinzaubern? Lumos. Ach, jetzt sind es auf einmal alle gleichzeitig, oder wie? Nee. Wo muss ich sein, damit alle gleichzeitig zum Stehen? Ah, ich habe eine Idee. Gibt's einen Spiegel irgendwo? Hier. Treffen sich die. Ah. Ich habe wohl keine Wahl. Ich werde mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Protego geht wie? Dreieck. Dreieck! Okay. Du, Protego. Yes! Dreieck! Bam, der wird richtig schnappert. Halte während Protego das gedrückt, um Gegner mit einem super Konter zu betäuben. Danke, dass ihr mir das jetzt sagt. Aber was gedrückt? Nochmal die Taste oben. Welche? Die Protego-Taste. Also quasi jetzt gedrückt halten. Jetzt. Ich hab's gedrückt gehalten. Ich muss es direkt gedrückt halten. Ja, das war's. Direkt gedrückt halten, dann ist es Zeit. Zeit, der macht ja noch nicht.
Helm. Oh, den hab ich. Da kann man noch mega super duper dran. Nass! Hab ich eigentlich gedrückt. Frechheit. Ey, das war frech. Ich hab zu früh. Ah! Oh, scheiße, wir sind fast down, komm, Alter. Ja, Minufa, unsere Glycerins, macht sie alle platt. Ich glaube, ich muss mal in Lumos wirken. Lumos. Mhm. Und ich trinke auch mal einen Healy. Yes. Super duper Trank. Ist doch von Woods Super Duper Store. Ja. Du, was sagst denn du eigentlich zu der Idee, mal möglichst bald zu bestellen? Weil das dauert ja auch ein bisschen. Oh, aber lass doch erstmal hier diese Story fertig kurz. Ich glaube, die Story geht halt sehr lange, habe ich erfahren. Lass mal das Spiel kurz durchspielen und dann geht's da bestellen. Okay. Ich meine, bis dieses Element durch ist. Ja, bis wir wieder den Weil dann können wir, genau, dann können wir nämlich, was essen. Ja, ganz aufgeregt. Also ich bin auch noch nicht so richtig, Willst du wieder? Ich find den Jungen noch ein bisschen zwielichtig. Warum kann er es? Also warum, was macht er da? Naja, wir haben halt irgendeine Magic. Wir wurden ja jetzt auch erst als 15-Jähriger aufgerufen. Ist das ein Denkarium? Mhm. Rinder. Hoffentlich. Am nächsten, da ist da Wasser drin. Der macht da jetzt die Erinnerung rein. Da ist er. Hm. Na, da sind sie ja. Wir haben sie. Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich habe das hier gefunden, schwebend über dem Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium, um Erinnerung zu sehen. Ah, wir sitzen in der Lebensanzeige, ne? Mal sehen. Sorry. Das immer fixieren. Fixier mal das Hauptbild. Kopf runter. Der Kopf runter würde ich so machen. Mich im Gesicht rein in die Suppe machen. Ah, das sieht cool aus. Wie in echt. Oh. Da ist er. Das ist er. Ja, war Merlin. Ne, der Typ, der vorhin die Statue von sich selber dahin gebaut hat. Das ist der Merlin? Das wäre krass, nein. Ich will aber, dass Merlin irgendwas damit zu tun hat. Das ist doch nicht Merlin. Der da. Ist bereit. Charles Rockwood. Ist es Rockwood. Weißt du, er ist Rackham. Gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad unmöglich nachzuverfolgen ist. Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Yeah. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Ihr Vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, das andere unbedingt besitzen wollen. Ja, Ampfermo, danke schön. Und wenn wir recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Okay, also wir sind offensichtlich in the know of old magic. Mhm. Das sehen Sie also. Ich habe gerade einen Hinweis gelesen, wir sollen öfter mal versuchen, Revelio. Ja, Sir. Mhm. Passiert. Genau, dass wir mehr Sachen entdecken. Sehe ich etwa Magie? Aber es ist ja nur der Prolog. Ich glaube, hier ist eh noch nicht so viel. Hm, oder? Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nee. Wir spielen nicht über Steam. Wir spielen das auf der PlayStation. Und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem. Wir. Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Ja, da redet ja jemand. Da kommt jemand. Da kommt jemand. Wer war das? Oh, ich weiß oh. Nicht. Die sehen aber gruselig angezogen aus. Das ist doch die Schlägerbande von Kobolds. Sieht nach Kampf aus. Das ist der Bösewicht. Ranrock. 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 Mein Ruf scheint mir voraus. Der gehört bestimmt nur Punkmusik. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier?
Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Glaubt ihr, der ist lieb? Sir, Sie hatten den Verliesschlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Er ist korrekt. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Warum haben wir ihn denn dann reingelassen? Ey! Yo, wütendes Stöhnen! Was kann er denn? Er hat wütendes Stöhnen gemacht. Ich habe keine Geduld für Verräter. Und warum kann er so krasse, Sis Macht? Er ist ein Jedi-Ritter. Nee, eben nicht. Ein Sis-Lord. Tja, vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Oh nein, jetzt müssen wir gegen den kämpfen. Keine Chance, die machen hier ihr Battle. Du musst nur die kleinen Nachfolger wegfolgen. Mega. Ey, wir waren noch gerade dabei, das Secret rauszufinden. Wieso ist er so stark? Schmilzt alles! Will nicht, dass es schmilzt! Jetzt ist es ein... Boah, das ist der, what? Aber der ist böse für die. Ja, weil der ärgert sich, dass er angegriffen wird. Das ist die Killer-Maschine. Yo, was ist da denn los? Alter! Lass mal weg hier. Da gehen wir lieber raus, weg davon. Lass dich mal betteln. Nicht sterben, bitte. Da will ich hin. Lass dich nicht umbringen, bitte. Bitte duck dich! Danke. Och, Jemini, aber jetzt fällt ein Stein auf ihn drauf. Nein, bitte lauf doch, Piggy! Schnell durchs Portal! Alter, das war. Oh! Haben wir's? Ja. Unnötig eng. Weil er unbedingt zugucken musste. Jetzt fällt noch ein Stein drauf. Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobold. Der ist ja wirklich sehr mächtig. Meine gewesen. Ja. Magie scheint ihm gar nichts anzuhaben. Wo sind wir denn? Wo sind wir? Titeln drin? Nee, ne? Nee, nur selten. Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los. Die Einführungsfeier wartet auf uns. Ach so. Sind wir schon in Hoggy? Oh, komm, bitte. Jetzt das Schloss sehen. Ich will das Schloss sehen. Bitte das Schloss sehen. I want to see the Schloss. Wollt ihr das Schloss sehen? Show me the Schloss. Oh! And the Bahnhof! Show me the real Schloss. Oh, the train and the oil. Oh, makes the oil fly. And now there is the Hogsmeade or what? Show the Schloss. No, this is... There is the Schloss. Show me the Schloss. Ja! In Säste River, ja. Also Flusshütte. Ah. Ja, das wollte ich sehen. Ja. Oh. Ich hab gesagt, dass nur der Prolog ist. Oh, hallo. Hallo, Hogwarts. Hallo. Uhuhu. Ich will da hinein. Ich auch. Geil. Oh, das ist schon das ist Moment, schon geil, ey. Oh. Wenn man das Schloss sieht. Alter. Da krieg ich Gänsehaut, sofort, instant. Junge. Oh, da ist so ein Schlangensymbol in der Ecke. Das ist das Jetzt ist es ein Löwensymbol. Jetzt ist es ein Adler. Ein Ravenclaw-Symbol. Ein Radler-Symbol. Ein Radler-Symbol, ja. Gryffindor, Hufflepuff, Slytherin und Radler. Oh, gut. Die Einführungsfeier ist noch im Gang. Dürfen wir uns gleich reinsneaken? Ich bin kein Experte. Doch, das scheint angemessener. Nun... Ich muss das Medaillon schnellstens untersuchen und dem Ministerium Bescheid geben. Ich muss ihnen von George erzählen und sie vor Renrock warnen. Ich bitte sie, dass wir alles, was vorgefallen ist, für uns behalten. Natürlich, Sir. Danke. Alter, was der Mino von Siglis direkt erleben muss. Ja, crazy, ey. Da ist sie. Schoolleiter. Oh, das Essen auf dem Tisch. Direkt mal ein Lolli zum Abendbrot. Phineas Nigellus Black. Ha! Der Schulleiter. Aber das ist der Nervige aus dem Porträt. Ja. Schulleiter. Den mögen wir nicht.
gucken, ob er auch wo redet. Fick, schön, dass Sie auch hier sind. Nee, das war nur wegen dem ersten Wort. Die Einführungsfeier ist vorbei. Es gab Komplikationen. Komplikationen? Nun, das Koboldproblem scheint... Kobolde, ich habe keine Zeit für Gerüchte, Fick. Und bald reißt auch mein letzter Geduldsfaden. Wenn Sie Glück haben, bekommen wir Sie heute Abend noch einem Haus. Naja, wir müssen den Hut aufsetzen, Kollege. Gib den Hut, Alter. Oh, da müssen wir auf jeden Fall eine Abstimmung machen. Ich melde mich. Give me the hat. Give me the hat, sag mal. Den Hut? Ja. Okay. Guck mal, die Tische voll mit Essen. Professor Weasley. Ach, das ist Professor Weasley. Für die Auswahl. Willkommen. Sie kommen gerade recht. Bitte setzen. Oh, da hinten dieses sieht ja geil aus. Da oben, hinten oben. Siehst du die Fensterchen? Ja. Oh. Der rappt ja gar nicht. Aber er hat sich's gut gemerkt, dass wir ein bisschen älter sind, ungefähr 4 Jahre. Du hast bereits gewisse Vorlieben. Professor Weasley finde ich auch cool, dass das eine Uroma von Ron sein muss. Bestimmte Erwartungen. Ja, haben wir. Oh! Okay. Es wäre tatsächlich ein sehr guter Zeitpunkt, abzusetzen. Mhm. Für eine nächste Folge vom Hütizog. Mhm. Um die diese Regel yes. Folge vom Hütizog erstmal zu beenden. Keine Sorge, lieber Chat und lieber Stream, wir bleiben natürlich da. Aber die Folge Hütizog, die ist jetzt erstmal vorbei. Dazu gehen wir in unser Abmoderationsfenster, bitte. Mhm. Dieses? Ja, wie hat's gefallen? Also, schon ziemlich geil. Ich bin gehypt. Ich will jetzt eigentlich direkt weiterspielen. Ich bin jetzt nämlich noch ganz gespannt, weil das war ja wirklich nur die Einleitung. Ja, das war bisher nur die Einleitung. Jetzt geht's gleich richtig los. Aber nicht für euch, weil ihr müsst noch warten auf die nächste Folge vom Hütizog. Hat uns riesig Spaß gemacht. Und ja, wir sind on fire, wir sind gehypt. Jetzt geht das hier hoffentlich sehr regelmäßig, also hundertprozentig sehr regelmäßig, weiter mit Hogwarts Legacy. War geil. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal beim Hütizog.